Habt ihr schon mal mit Salz gemalt? Wenn nicht, probiert das Ganze unbedingt mal passend zu Ostern mit euren Kindern aus. Hierfür malt ihr euch Ostermotive auf Papier und fahrt diese mit flüssigem Kleber nach. Auf den Kleber wird anschließend Salz gestreut. Das überschüssige Salz könnt ihr nach dem Trocknen ganz einfach abschütteln. Jetzt könnt die Kids mit Pinseln und Wasserfarben auch schon mit dem Bemalen loslegen. Achtet darauf, dass die Farben richtig nass sind, umso toller verlaufen die Farben nämlich auf dem Salz. Das Ganze macht nicht nur super viel Spaß, sondern ist für die Kids auch echt spannend anzuschauen, vor allem wenn die bunten Farben ineinander verlaufen und neue Farbtöne entstehen. Lasst die Bilder zum Schluss nochmal gut trocknen und die bunten Salzbilder sind fertig.